Hi Leute und willkommen zu einem neuen Genshin. Also es war schon damals echt gute Szenen ausgewählt und auch damals schon so eine entspannte Stimme. Ja, also man muss schon sagen, Rimus immer noch so entspannt wie damals, Reigen immer noch so der Erklär, also zumindest so diesen Lehrerstil immer noch drauf. Man merkt schon, dass das immer noch die gleichen Menschen sind, aber nur ein Jahr später. Impact. Und nein, es ist Zufall, dass ich angehalten habe, während man gerade ihren Po sieht. Video. In diesem Video möchte ich euch mal eine Tierliste der Charaktere vorstellen, die es in Genshin Impact geben wird, damit man einfach mal so ein Gefühl dafür bekommt. Das ist schon echt ein guter Start. Man muss bedenken, das ist eins seiner ersten Videos. Das hält die Leute noch dran. Viel besser als meins. Ich sitze da eingekauft. Moin, sind Leute und willkommen. Ich habe hier eine kleine Tierliste für euch. Ich bin der schüchterne Sonius. Ja, also er hat das auf jeden Fall besser hinbekommen. Kein Wunder, dass er sich so schnell auch mit etabliert hat. Gar kein Wunder. Kommt. Welche Charaktere sind vielleicht besonders stark, zumindest stark eingeschätzt und welche weniger? Und als zweites Thema würde ich ganz gerne das Thema Teamzusammenstellung mir mal anschauen. Tierlist. Worauf wir vielleicht achten sollten. Und meine allererste Tierlist können wir uns eigentlich auch nochmal angucken. Mit Chi-Chi und Diluc in SS-Tier. Vor allem, wie wir am Anfang des Spiels vorgehen sollten, was unser Team angeht. Bevor wir loslegen, zwei Dinge. Erstmal ein richtig dickes Danke an Cap Rex, der mich mit einem seiner Kommentare in einem meiner vorherigen Videos auf dieses Video hier gebracht hat, von der Idee her, da mich mehr drum gebeten hat, vielleicht mal ein Video zu einer Tierliste zu machen. Von daher, Cap Rex, vielen Dank. Digga, und das zweite Thema ist, wenn ihr weitere Informationen Warte. Bevor wir das machen, ich muss ganz kurz ein Gewinnspiel starten, Leute. Ich muss ganz kurz das nächste Gewinnspiel starten. Wir haben noch 4 Gewinnspiele vor uns. Sollten wir noch 11 Subs kriegen, haben wir noch 5 Gewinnspiele vor uns. Wenn ich jetzt hier nicht mal zwischen den Videos Gewinnspiele mache, wäre das ja hardcore dumm. Von daher, okay, ihr wolltet ihn, ne? Ihr wolltet den Sonius Gold Whale. Ich muss einmal kurz gucken, wie schreibt man ihn. Zack, ihr wolltet ihn, es gibt ihn, Sonius Gold Whale für das nächste Gewinnspiel. Das wird jetzt erstmal laufen, während wir uns das Video noch ein bisschen angucken. Upsala. Von daher, einfach Sonius Gold Whale in den Chat und am nächsten Gewinnspiel teil, meine lieben Freunde. Möchtet in Zukunft Guides, News und so weiter, Videos wie dieses hier, dann abonniert doch den Kanal, klickt die Glocke und so verpasst ihr überhaupt nichts mehr. So, dann lasst uns mal loslegen. Also, nachdem Cabrex seinen Kommentar dagelassen hat, habe ich mich auf die Suche gemacht nach einer vernünftigen Tierliste und bin dabei auf die Seite Genshin.gg gestoßen. Es ist eine englischsprachige Seite, aber ich denke, die meisten von uns sprechen Englisch. Ansonsten habt ihr mich dafür. Und auch selbst wenn man kein Englisch spricht, man muss ja nur die Charakternamen sehen und das SS oder das S. Und die Seite ist wirklich richtig gut. Heutzutage würde ich die Seite nicht mehr empfehlen. Es sind super viele Informationen. Sie wird regelmäßig geupdatet. Als ich gestern auf der Seite war, war hier noch nicht annähernd so viel los wie jetzt. Also die neuen Charaktere wurden eingestuft. Es gibt eine Teamvorstellung oder beziehungsweise Teamvorschläge. Von daher können wir davon ausgehen, dass diese Seite auch in Zukunft weiter geupdatet wird. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Seite für mich persönlich zu einer der Hauptinformationsquellen in Zukunft wird. So, also erster Blick, man sieht alle Charaktere. Es sind alle Charaktere, die in Genshin Impact zum Launch verfügbar sein werden. Und die, wo hier New steht, die 4 sind auch schon im Spiel. Und zwar wurden sie für die chinesische Beta zur Verfügung gestellt, soweit ich weiß. Und werden dann natürlich zum Launch des Spiels auch verfügbar sein. Werfen wir direkt einen Blick auf die Tierliste. Egal. Die Tierliste ist wie folgt eingegliedert und zwar habt ihr S bis D, wobei S Schaut natürlich rein. Das Stärkste ist. S steht nicht für Stärkste, aber es ist in dem Fall, passt es. Und wie die Charaktere... Ching. Aber geil, das ist schon Schau, wenn man einen sortiert hat. Das ist schon Schau, guck mal hier. Bennett, Kategorie Flex. Beidou, Kategorie Flex. Eingestuft sind, also aber ich habe Bennett damals auch weiter unten einsortiert. Und ja, ich habe diese Seite auch benutzt für meine Tierlist. Das habe ich sogar in meinem Tierlist-Video erzählt, dass ich das hier mit zur Orientierung genommen habe, plus meine persönliche Einschätzung. Und habe Bennett auch weit unten einsortiert, wenn wir mein Tierlist-Video heute gucken sollten. Gerade diese in S sind oder gerade die in D, weiß ich persönlich natürlich nicht. Es ist jetzt nicht meine Seite. die Leute, die sowas zusammenstellen, haben jetzt natürlich schon sehr, sehr viel Erfahrung mit dem Spiel gesammelt. Glaubt man, die hätten viel Erfahrung mit dem Spiel gesammelt. Das kann ich von mir natürlich nicht behaupten. Ich weiß jetzt vielleicht theoretisch das eine oder andere, aber selbst gespielt habe ich natürlich noch nicht. Von daher würde ich mir niemals anmaßen, hier irgendwelche Bewertungen über einzelne Charaktere zu treffen. So, das ist... Er bleibt sehr entspannt. Also Remus bleibt sehr entspannt, was das angeht.
Exploration, Bosses, Dungeon, Abyss, nur, alles sogar noch nach Kategorien einsortiert. Eine Tendenz. Und ich finde es aber persönlich halt sehr, sehr interessant, einfach zu sehen, wenn ich einen Charakter im Gacha-System ziehe, ist er halt eher vielleicht niedrig bewertet oder ist er halt eher super hoch bewertet. Und ich sag mal so, wenn ich weiß, wer im S-Tier ist und ich ziehe einen dieser Charaktere, dann freue ich mir einen Ast ab. Also das kann halt auch ein bisschen dazu beitragen, einfach so ein bisschen das Feuer im Gacha-System nochmal ein bisschen hochzutreiben. Hier unten sind die Charaktere nochmal einzeln aufgelistet und zwar gibt es halt hier so einen Overall-Score für jeden einzelnen Charakter und dieser Overall-Score bildet sich halt aus diesen vier. Also einmal geht es um das Thema Erkundung, um Bosskämpfe, um Dungeons, um The Abyss. Was genau ist, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich G-Mide Erkundung bei S aber, wegen Animo, weil es zwischendurch Animo-Rätsel gibt. Aber ja, in diesen Bereichen wurden die Charaktere bewertet. Und so entsteht dann halt ein Gesamteindruck oder eine Gesamtbewertung für jeden Charakter. Und hier könnt ihr halt ein bisschen durchscrollen. Und was mir persönlich halt schon auffällt, ist... Dennis ist überall S. Finde ich richtig gut. Ist das der Charakter Shang Ling? Wie wir alle wissen, kriegen wir den kostenlos im Spiel, wenn man ein bestimmtes Event halt abschließt. Das ist nicht mein Event. Ist nicht zeitlich begrenzt. Das heißt, wir werden alle die Möglichkeit haben, dieses Event abzuschließen. Shang Ling ist als S-Charakter eingestuft. Und das für einen kostenlosen Charakter ist für uns einfach nur ein Gewinn. Und das finde ich richtig geil. Also das muss ich auch sagen, Shang Ling gehört bis heute zu meinem Top-Tier-Team, das ich, wie gesagt, bis heute im Spiral Abyss mit am liebsten spiele. Bennett, Shang Ling, Ching Chu. Diese Dreier-Kombo ist so Gold wert, wirklich über alles. Ich liebe diese Dreier-Kombo. Gibt keine bessere Kombo als diese drei. Und die sind alle drei 4 Sterne. Das ist kein 5-Sterne-Charakter in meiner Lieblings-Team-Komposition, wenn es um hohen Damage geht. Die drei sind bei mir top-Tier, wenn es um schnell Damage machen geht. Und warum bei Shang Ling, bei Exploration, bei A ist, keine Ahnung warum. Ja, Guba kann nicht mal fucking anvisieren, aber kann Sachen verbrennen. Das zeigt halt einfach, dass wir nicht unbedingt richtig viel Geld in dieses Spiel investieren müssen, um am Gacha-System halt unsere Puls machen zu können, um halt diese S-Charaktere zu kriegen. Nein, wir bekommen durch oder mit Shang Ling halt einen dieser S-Charaktere geschenkt. Und das ist auch schon mal. Und wenn ihr Bennett habt und Ching Chu habt, schafft ihr jeden Content. Wenn wir uns die anderen Stadtcharaktere anschauen, wir haben hier halt einmal den Traveler, das ist der Stadtcharakter. Sowohl männlich als auch weiblich sind natürlich gleich bewertet, weil die dieselben Fähigkeiten haben. Und in Klammern steht Anemo. An dem Symbol sehen wir, das ist der Wind. Oder das Windelement für den Hauptcharakter. Wo ist das Geo-Element da unten? Im Laufe der Story werden wir für den Hauptcharakter nämlich noch ein zweites Element verstehen können. Aber Exploration S stimmt bis heute. Das ist die Erde. Das ist also somit der einzige Charakter, der halt zwischen Elementen hin und her springen kann. Finde ich ganz cool, weil das macht den Hauptcharakter halt nochmal einen Ticken besonderer. Wenn wir nach den anderen nochmal aufhalten, haben wir Kaya hier weiter oben, der halt als B eingestuft ist. Geo-Traveler wurde gefühlt gemacht für Exploration. C, Ember und Noel, die wir ja durch das Beginners-Wish-Banner sehr, sehr schnell im Spiel bekommen können oder werden. Mit die arme C, Noel, die ist so strong als One-Man-Army. Meiner Meinung nach nicht. Benutzt auch Remus bis heute im Spiral Abyss. Also meiner Meinung nach können wir, egal mit welchem Charakter, eigentlich eine sehr, sehr starke Party zusammenstellen. Hat er schon damals gesagt. Sein, dass wir die Elemente also GG. Und das GG Remus. Er hat schon damals gesagt, meiner Meinung nach können wir mit egal welchem Charakter eine starke Party zusammenstellen. Hat er damals schon gesagt, unabhängig von dieser Tierlist. Das ist der Schlüssel. Ihr könnt die geilsten Charaktere haben. Wir könnten jetzt eine volle Party mit irgendwelchen S-Charakteren das Spiel durchschaut. Und trotzdem verkacken, weil wir die Elemente nicht richtig miteinander kombinieren, weil vielleicht unser Gear schlecht ist und so weiter. Also das hat oberste Priorität und dann kommt erst der Charakter. Meine persönliche Meinung. Gerade wegen dem Kampfsystem, weil die Elemente so viel ausmachen, weil man dadurch so viel Bonusschaden machen kann und denke ich, dass das der richtige Weg sein wird, dem Ganzen halt hinterher zu gehen. Wenn wir jetzt nochmal hier noch nachschauen, das fand ich auch sehr interessant, und zwar haben die Charaktere hier bestimmte Rollen zugewiesen bekommen. Welche Rollen stimmen denn alles so? Ja, kann man schon sagen, DPS-Fische kann man auch als DPS spielen. Mona ist mehr Support, aber auch DPS, aber mehr Support. Würde ich sagen, Healer, okay, Support. Kann man rein theoretisch auch so einen DPS bauen. Shang Ling auf jeden Fall Support als auch DPS, aber in meinen Augen überschneidet sich das, wenn sie mit ihrem Support einfach Hardcore-Damage und das Feuerelement raushauen soll.
Chongyun Flex. Was ist denn die Kategorie Flex? Was ist die Kategorie Flex damals gewesen? Also, Flex kann ja nicht nur sein, keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht, warum Chongyun Flex ist. Aber würde ich auch eher als Support sehen. Jean kann man ja, man kann sie alle ins Damage-Spiel irgendwo spielen, ganz klar. Chao auch. Dann Kaya kann man ja auch zu einem Klee, auch zu einer Supporterin machen, gerade mit C2, aber ist auch eher DPS. Auch eher DPS. Chongshu ist halt auch ein Support-DPS, ist halt schwierig zu unterscheiden, das Support-DPS, ne? Bennett Flex, diese Kategorie. DPS für Dilok zum Beispiel, wir haben Support, wir haben Healer. Dexter, wir schauen uns gerade Videos an, die ein Jahr alt sind. Das ist kein aktuelles Video. Kaye, entschuldigt bitte, es ist natürlich Kaye. Finde ich super interessant, denn wir haben mit Chichi, Jean und Barbara, wenn ich das richtig sehe, haben wir nur 3 Heiler. Ist das keiner der kostenlosen Charaktere? Chingshu ist auch Heiler. Noelle kann auch heilen. Bennett. Aber wie gesagt, damals haben wir alles blind geglaubt, was sie gesehen haben. Ich weiß, dass Noelle auch eine Heilfähigkeit hat für die Party. Das ist schon mal gut. Aha. Wird aber wahrscheinlich nicht an die Heilfähigkeiten dieser 3 hier ranreichen. Von daher, wenn ihr einen dieser 3 Charaktere ziehen solltet, wisst ihr, ihr habt einen Heiler bekommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade im späteren Content, ich habe schon gehört, es gibt Endgame-Content, wo man zum Beispiel kein Essen einsetzen kann, um sich halt zu heilen. Und von daher, denke ich, ist es ein Riesenvorteil, wenn ihr dann einen Heiler mit dabei habt. Werfe mal eben einen Blick auf den, in diesen Teams-Bereich. Und hier ist, wie man sich natürlich denken kann, sehr viel diese S-Charaktere. Teams, die halt auch spannend. Natürlich für die Party zu Irish World Overload werden. Ist ein geiles Team. Was ich aber als. Razer Main Damage Dealer mit Kaya, ach, um Physical Resistance zu senken, ne? Razer mit Fische, Kaya und Chichi. Rein. Wir sehen Shangling. Alleine überall Venti quasi als vierte Unit. Theoretisch auch. Optional ausgetauscht werden gegen den Hauptcharakter mit dem Windelement, was uns somit eine Top-Party verschaffen würde mit 2 kostenlosen Charakteren. Und das finde ich schon mal super. Ein Sicherheitsart hier. 4 S-Charaktere sind, die mit denen oder halt, wo ich halt erstmal mit dem Gacha-System auf die Jagd gehen muss. Wenn wir uns die zweite Party angehen. Damals, als jeder dachte, Chichi ist OP. Chichi ist mein erster Char, den ich auf Freundschaft schon mit 10 gebracht habe. Mein allererster Char. Runter finde ich sogar noch krasser. Wir könnten theoretisch. Aber ich finde die Teamaufstellung trotzdem schon damals auch interessant. Definitiv. Shangling und den Hauptcharakter und hätten sogar 3 kostenlose Charaktere in Kombination mit, ich glaube, Chongyun heißt der. Der halt auch nur ein 4-Sterne-Charakter ist, also nur in Anführungszeichen, aber halt kein 5-Sterne-Charakter. Das heißt, er ist viel zugänglicher als zum Beispiel Stiluk ist. Ja, als man noch keinen Cheatcode hatte, brauchte man noch hier. Also meiner Meinung nach eine super zugängliche Party, die hier als S gerankt wird. Und da muss ich zugeben, freue ich mich sehr und finde es gut, dass Venti, überall ist Venti. Die das Spiel uns zur Verfügung geben wird, eine schlagkräftige Truppe zusammen. Überall ist Venti mit dabei. Hier finde ich, wird es das Beispiel sein, welche Fähigkeiten haben die Charaktere. Er war auch damals einfach top. Er ist auch immer noch top. Und vor allem, welche Elemente. Und die Elemente werden sehr, sehr viel ausmachen bei der Partyzusammenstellung. Also lasst euch nicht beirren. Ja, was war eure erste Figur auf Freundschaftsstufe 10? Ich weiß, Jean ist bei Yuki beispielsweise, Yunus Changling, Cherry Blossom mit Fischl. Was ist bei euch anderen? Spaß. Razer. Also ich persönlich bin eher jemand, ich benutze lieber einen Charakter, der mir persönlich Spaß macht, weil er vielleicht auch richtig cool aussieht, weil er eine geile Waffe benutzt, weil seine Fähigkeiten cool sind. Remus als schon ein Charakter, der immer in der Tierliste ganz weit oben steht, aber vielleicht. Das lebt Remus schon immer. Ich bin eher derjenige, der den Charakter spielt, der mir Spaß macht, und mit Noelle zerreißt er immer noch das Spiral Abyss. Ein scheiß Kampfstil. Passt zu mir nicht. Voll viele Babsis. Nehme ich dann lieber den Charakter, der mir persönlich besser gefällt. Und einmal kurz dazwischen gesagt, Razer ist einer meiner Favorites schon mal. Und er ist kein S-Charakter. Ist der Dilo bekannt. Also schon mal vorweg. Ansonsten, was die Seite auch noch richtig, richtig cooles hat, ist, ihr könnt jeden Charakter hier anklicken. Nehmen wir einfach mal Dilok. Ich habe hier Zugriff auf all ihre Fähigkeiten. Das ist natürlich ein kleiner Spoiler. Also wenn ihr euch komplett überraschen lassen möchtet, dann schaut natürlich nicht in die einzelnen Charaktere rein. Denn ihr seht hier halt alle Passives, alle Constellations und so weiter. Ich will jetzt die Spoiler nennen. Zur Verfügung hat. Und, aber ich weiß, was er meint. Gerade wenn man noch so frisch in den Game kommt und die ganzen Charaktere alle selbst entdecken möchte und alles, kann ich das schon irgendwo verstehen, dass er das auch Spoiler nennt. Und hier die Waffeempfehlungen.
Pyro-Carry-Build. Elemental Skill Belt. Das ist eine Art, ja, Build. Also die empfehlen Locke. Bild oder Narven Gozatec. Ideen für diesen Charakter, um ihn halt effektiv einzusetzen, welche Waffe man dafür benutzen soll und welches Artefakt-Set. Gerade was Waffen und Artefakt-Sets angeht, habe ich mir noch wirklich überhaupt nichts angeschaut und will ich eigentlich auch gar nicht. Also ich will mir zumindest eine kleine Portion des Spiels, was sowas angeht, freihalten. Kann ich auch verstehen, bei Remus, der ist ja auch jemand, der das alles sehr krass bis ins letzte Detail jede Waffe und jede Artefakte analysiert, auch selber und mit Freunden darüber spricht, und der analysiert so viel verschiedene Artefakte-Builds. Loslaufen und mir meine eigenen Builds machen. Also wenn man eine detaillierte Meinung dazu haben möchte, ey, was ist gute Artefakte für XY und ähnliches, ich glaube, bei Remus kriegt man tatsächlich die durchdachtesten Builds insgesamt. Weil der sich einfach super viel mit all diesen Themen beschäftigt, aber super viel. Zum Beispiel solche Builds angeht für Waffen. Und von daher werde ich da zum Beispiel gar nicht reinschauen. Cooking Alchemie kann man reinschauen, wenn man möchte, habe ich mir jetzt auch noch nicht gegeben. Finde ich jetzt auch noch nicht so spannend und würde ich mir halt lieber dann halt Ingame anschauen. Und den letzten Punkt auf der Seite, den ich euch jetzt hier nochmal kurz präsentieren möchte, ist der Element-Tab. Und zwar ist hier halt nochmal ganz klar. Das ist auch so wichtig, dass man das lernt. Oh geil, da ist ja sogar Denro gelistet unten links. Aber ich wollte eigentlich sagen, das ist sau wichtig, dass man das halt irgendwie so ein bisschen mitbekommt, worum es geht. Hier, Crystallize, einfach heutzutage viel mehr wert als damals. Electrocharge, Frozen. Oh, ist das geil. Was die elementaren Effekte sind für Blitz, Wasser, Feuer und Eis. Stimmt, es läuft gerade ein Gewinnspiel mit Sonius Gold Whale, so wie Gozatec es reingeschrieben hat. Ihr habt die verschiedenen Kombinationen nochmal ganz klar beschrieben. Und da kommen wir vielleicht so ein bisschen jetzt nochmal zu der Party-Zusammenstellung. Also, meine ganz klare Empfehlung und also so werde ich zumindest vorgehen. Und weil es einfach meine Erfahrung aus auch anderen Gacha-Games gezeigt hat, es macht keinen Sinn, eure Ressourcen, für die man teilweise richtig hart arbeiten muss. Also ihr müsst wirklich teilweise sehr, sehr viel grinden in solchen Games, um einen Charakter weiterentwickeln zu können, um eine Waffe weiterentwickeln zu können. Dieser Tipp, ne, den gibt auch jeder Gacha-Gamer, jeder, der irgendwie in dieser Szene drin steckt, gibt diesen Tipp seit Day One, dass man erstmal darauf achtet, sich auf wenige Chars zu fokussieren. Das gilt in tausenden Gacha-Games da draußen. Konzentrieren wir uns auf wenige Chars, anstatt dass wir uns auf die Masse konzentrieren. Damit ihr halt bestimmten Content schafft. Es macht keinen Sinn, diese Ressourcen auf eure komplette Party aufzuteilen. Ihr werdet nach den ersten zwei, drei Stunden, Remus, am Gacha-System erzogen habt, werdet ihr sicherlich ich sag jetzt einfach mal 6 Charaktere haben, und dann macht das keinen Sinn, alle 6 Charaktere zu versuchen, gleichzeitig zu entwickeln, denn das wird in eine Sackgasse führen, das sage ich euch jetzt schon. Sucht euch 2 Charaktere raus, die ihr richtig gut findet. Außer ihr steigert einfach bewusst in eure Weltenstufe, dann könnt ihr auch alle erstmal leveln. Die eventuell sogar miteinander harmonieren. Also sprich, ich sag jetzt einfach mal ein. Yuki, mein Ziel ist es auch, alle Chars jetzt langfristig hochzubekommen. Das ist auch eher, dass man als Anfängerspieler darauf achten sollte, wenn man so langsam die nächsten. Lauschi! Überraschung, danke für deine Videos. Hungriges Gesicht. Schwarzes Herz. Hungriges Gesicht und Herz. Vielen lieben Dank. 10 Euro Überraschung. Danke für deine Videos. Absolut fette Überraschung. Dankeschön, Flauschi. Super, 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 super lieb. Mega, mega cool. Und moin. Das hat gar nicht im Check gemeldet. Erstmal direkt die Donation rausgehauen. Was ist das? Anfängerguide? Oder was gucken wir? Genau, wir gucken hier Anfängerguides von den verschiedenen YouTubern. Von Reagan haben wir schon eins gesehen. Von mir haben wir schon eins gesehen. Und jetzt gerade von Remus. In Elektro und ein Feuercharakter. Um diesen Effekt Overloaded. Absolute Ehre, danke für diese 10 Euro Donation. Feuerdamage beizuführen, wenn die halt miteinander kombinieren. Das heißt, eure beiden stärksten Charaktere sind von diesem Element. Ihr habt immer Zugriff auf diese Kombination und ihr habt dann die Möglichkeit, eure Ressourcen. Ah ja, ist super interessant. Auf diese, wie gesagt, Charaktere. Konzentriert euch auf das, was Schaden macht und was sie gut kombinieren können. Die Tipps gelten bis heute. Nein, im Laufe des Spiels. Von bestimmten Materialien immer mehr anhäufen und dann könnt ihr natürlich nach und nach weitere Charaktere nachziehen. Und irgendwann so seid ihr natürlich viel Love im Chat. Punkt, ist so, wo heute ist so viel Love im Chat. Ne? Vielleicht auf Level 80. Ich glaube, Höchstlevel ist Level 90. Somehow. Ja, also, wenn es irgendwo in die Richtung geht, dann ist vielleicht die
die Kurve nicht mehr so hoch nach oben, die Power-Kurve, sodass ihr sie halt wieder ein bisschen aneinander angleichen könnt. Aber für das Early Game würde ich ganz klar empfehlen, so werde ich selber halt vorgehen. Werde ich mir zwei Charaktere rauspicken, natürlich basierend auf dem, was ich aus dem Gacha-System auch bekomme und dann halt in Verbindung mit den Charakteren, die ich kostenlos bekomme, werde ich mir zwei Charaktere raussuchen, die meine Hauptparty bilden und natürlich nehme ich dann noch zwei weitere Charaktere mit, weil es macht ja keinen Sinn, ich sag mal, nur zwei Charaktere mitzunehmen. Die Uralt-Tipps-Stacks da. Aber deine beiden Charaktere sind halt eher dann so für, zum Beispiel nimmt man einen Heiler mit, Noelle hat defensive Fähigkeiten, dann kann ich zum Beispiel eine Noelle noch mit dazu packen, falls ich sie nicht als Hauptcharakter mitnehme. Die jetzt extra Damage, die jetzt halt AOE Damage. Noch vierten Charakter um. Kommen wir jetzt zu den Elemental Resonances. Auch wichtig. Um so Geo etwas mittlerweile zu, viel besser als damals. Ein Blitz, ein Feuer und Effekte bei Creo less. Achso, da steht Increase Attack bei 25%. Ich sag jetzt einfach mal wirklich Noelle als Erdcharakter mit. Dann habt ihr drei Elemente. So, ihr braucht aber für einen bestimmten Gruppeneffekt, braucht ihr halt entweder zwei vom selben Element oder halt jeweils vier einzelne Elemente. So, jetzt kann ich halt irgendeinen anderen mitnehmen, um den anderen Effekt zu bekommen. Danach habe ich darüber geschrieben. Ich sage jetzt einfach, okay, ich habe Blitz, Feuer und Geo. Jetzt nehme ich noch einen zweiten Feuer mit, zweiten Feuercharakter, einfach nur damit er in der Party ist. Und schon macht meine Party 25% mehr Schaden. Oder halt der Angriffswert steigt um 25%. So sollte man es eher sagen. Alle sich noch korrigiert. Schon macht sie um 25% mehr Schaden. Der Angriffswert steigert sich um 25%. Das ist richtig. Hat er recht. Der Schaden erhöht sich nicht um 25%. Und der Creo-Effekt. Also Reh muss man echt durchdacht so schon damals. Der Ice-Effekt oder der Ice-Debuff hat so rett ist mein Anniversary. Remus war halt schon damals echt durchdacht. Party. Das ist nicht nur auf die Feuercharaktere, sondern es ist auf die gesamte Party. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Kazukun ist raus. Eures eigenes Teams. Remus ist Teams. So ein durchdachter Spieler. Das ist so krass. So, das bietet sehr viel Raum für Experimente. Besonders, weil er sich auch die ganze Meinung nicht irgendwo anders abschaut, sondern weil er halt sich die ganzen Meinungen selbst macht. Oder versucht. Bitte Nacht, Spielkino. So viel, wie ihr möchtet. Na, also, okay, Spielkino. Tierlisten und Teams-Zusammenstellungen sind halt immer sehr, sehr schön. Aber ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als, ich sag mal, Contact zu clearen, wo ihr vielleicht selber das Team komplett von Anfang bis Ende zusammengestellt habt. Remus hat es einfach schon damals gesagt. Es ist so schön, Content zu machen, den ihr auch selber damals kreiert habt. Content zu machen, Teams zu machen, die ihr selber kreiert habt, dass ihr selbst entdeckt habt, was ist gut und was ist schlecht. Und das hat man ja auch nach und nach in den Tierlisten einfach gemerkt, wie überhaupt nicht mehr aktuell sie später waren.